Bereits auf der CES zeigt Asus ein erstes Notebook, das von dem Bang & Olufsen-Designer David Lewis entwickelt wurde. Hier auf der CeBIT kann man sich es erstmals direkt angucken. Es fällt sofort auf die polierte Alu-Oberfläche, die sich sowohl auf der Handballenauflage und auf dem Deckel befindet. Dazu ging man bei den Eingaben einen neuen Weg. So befindet sich das Touchpad nicht in der Mitte der Handballenauflage. Das Notebook besitzt zwei Touchpads, einmal links und einmal rechts von der Tastatur, wodurch unter anderem zum Beispiel Vorteile bei Anwendungen wie DJ-Software etc. vorhanden sein sollen. Dazu natürlich, wie der Name Bang & Olufsen schon verrät, sind hier sehr hochqualitative Lautsprecher verbaut, die sowohl bei leisen als auch bei lauten Pegeln einen sehr klaren und brillanten Sound erzeugen sollen. Hier selber lässt sich das nur schwer testen bei dem Getümmel auf der Messe. Trotz der Lautstärke ließ sich bereits hier ein sehr klarer Klang wahrnehmen. Es handelt sich halt hier um ein Desktop-Replacement. Die technischen Specs sollen bei dem Notebook nicht im Vordergrund stehen, aber es sei gesagt, dass hier sowohl ein Core i5 als auch Core i7 Prozessor zum Einsatz kommt und eine Nvidia GeForce GT 335M Grafikkarte. Bleibt noch wohl die spannendste Frage, was kostet solch ein Notebook? Solch ein Notebook liegt natürlich in Preisregionen jenseits von normalen Multimedia-Notebooks. Asus spricht hier beim Einstiegsmodell von 1.999 Euro und möchte im April die ersten Geräte ausliefern.